alle ein tiefes und ausführliches Wort mit euch. Über das Thema der berauschenden Pflanzen sprechen. Drogen als solche in dieser Welt kommen ja irgendwo aus der Pflanzenwelt oder vielleicht aus der Mineralwelt oder vielleicht aus chemischen Verbindungen auch, wo ich mich jetzt nicht ganz auskenne. Aber Tatsache ist, dass Chemie und Pflanzen engstens verbunden sind miteinander, denn was stattfindet in der Biologie, ist eben Chemie, chemische Vorgänge. Und psychotropische Zustände, die entstehen durch verschiedene Eigenschaften oder Zutaten, DMT, so viele Worte dafür, so viele verschiedene Beschreibungen. Die haben natürlich großen Einfluss auf die Menschheit genommen, sind auch sehr häufige Gesprächsthema. Und manchmal noch mehr als Gesprächsthema. Manchmal sind sie auch Versuche, herum zu experimentieren. Was passiert denn dann, wenn man dieses macht oder jenes macht? Und die ganze Szene, die es diesbezüglich gibt, die hat auf der ganzen Welt verschiedene Stellenwerte, je nachdem, was das für bestimmte Einflüsse sind und wie die unter gewissen Umständen auch verschiedene Zustände hervorrufen, die entweder einen aufpushenden Charakter haben oder auch einen betäubenden Charakter. Die meisten Menschen, die mit diesen Themen zu tun haben, wissen wirklich nicht Bescheid, worum es sich da dreht. Und wer wirklich die Autoritäten diesbezüglich sind, naja, das wissen wohl entweder, wenn man an die Heiligen Schriften glaubt oder wenn man selber experimentiert hat, oder wenn man von Menschen gehört hat und gelernt hat, die da eben persönliche Erfahrungen gemacht haben. Ich möchte das Thema nicht oberflächlich behandeln, weil es so viel Eindruck macht auf die Menschen, wenn sie in verzweifelten Situationen verschiedener Arten sind. Und da ich natürlich 40 Jahre in Südamerika verbracht habe, habe ich eigentlich schon 40 Jahre damit zu tun, jetzt direkt kennenzulernen, welche Menschen wann sich mit solchen Dingen beschäftigen und wie es sich über viele, viele Jahre auswirkt für sie, was die Einflüsse sind. Und da muss man sehr feinstoffliche Einflüsse mit einbeziehen. Das möchte ich erstmal an erste Stelle stellen. Dass die Menschen, die sich mit sowas beschäftigen, die sind sehr beschäftigt, die sind sehr beeinflusst von dem, was sie generell machen, womit sie sich generell beschäftigen. Das heißt, wenn sie
Christen sind, dann würden sie möglicherweise von christlichen Visionen sprechen, wenn sie einen anderen religiösen Hintergrund haben, dann werden sie höchstwahrscheinlich von der Kilimandscharo reden oder von der Mutter Maria oder von, was weiß ich, ne? Ich habe selbst Menschen kennengelernt, die gesagt haben, dass Krishna ihnen erschienen ist in solchen Momenten der Berauschung. Aber wie dem auch sei, der Verstand arbeitet vielseitig. Und was da auch noch ein sehr wichtiger Punkt ist, den man überhaupt nicht vernachlässigen sollte, ist das, was passiert, wenn man sich der Geisterwelt zuwendet. Die Geisterwelt ist allanwesend. Es ist nicht eine Welt, die irgendwo im Nichts existiert. Sie ist allanwesend. Ich kann mich erinnern, ein Wissenschaftler aus Miami, der durch Rückführung Leute dazu brachte, sich an ihre vergangenen Leben zu erinnern. Und den traf ich in einem Flugzeug und er lud mich ein zu sich nach Haus. Ich sollte mir mal einige seiner Forschungsergebnisse anhören. Und dann ging ich zu ihm nach Haus und er spielte mir ein paar Aufnahmen vor von Leuten, die in ihrer Erinnerung jetzt Sachen aus ihrem vorherigen Leben erzählten. Und er sagte mir, jetzt will ich dir mal was Besonderes vorspielen. Und da spielte er auch jemanden ab, der auch ein bisschen über seine Vergangenheit anfing zu reden und plötzlich wurde er unterbrochen. Und plötzlich tauchte eine ganz andere Stimme auf. Und die ganz andere Stimme, die gab dann Informationen frei über verschiedensten Sachen und fragte denjenigen, der die Rückführung leitete, naja, was willst du denn wissen? Ich kann dir das alles sagen, ich sehe das alles. Und da wurde der neugierig und fing an, unter dieser Hypnose Gespräche zu führen mit dieser Stimme, sagen wir mal. Goethe sagte, die Geister, die ich rief, werde ich jetzt nicht mehr los. Das ist ein bisschen aus dieser Gegend, da kommen die Gefahren diesbezüglich. Wenn man sich mit der Geisterwelt beschäftigt, die Geisterwelt stellt sich sehr gerne vor als was Heiliges. Das ist sehr beliebt bei ihr. Das machen die, zum Beispiel in Brasilien gibt es eine ganze sogenannte Religion, die heißt Santo Daime. Und da wird Ayahuasca genommen und da werden religiöse Lieder gesungen und was weiß nicht, was die noch alles machen. Aber so, die nennen sich eine Kirche. Die Geisterwelt ist einem als grobstofflich Verankerter noch in seinem Körper nicht ganz zugänglich, aber die kann sich einem öffnen bis zum gewissen Grad oder die kann in einen eindringen in gewissen Momenten. Und das sind sehr empfindliche Berührungspunkte, auf denen man grundsätzlich die Kontrolle verliert. Obwohl es einige Menschen gibt, die ganz versucht, diese Kontakte herstellen, mit dem Ziel, auch in dem Moment die Kontrolle zu behalten. In anderen Worten, so eine Art Geschäft mit den Geistern zu machen. Okay, was wollt ihr? Und wir wollen das dagegen. Du wunderst dich jetzt vielleicht, wo ich von diesen Mitteln spreche, also von diesen Pflanzen, die Rauschzustände hervorbringen und warum ich jetzt so viel über Geister rede. Aber der Grund dafür ist, dass Berauschungszustände Zustände hervorbringt, auf denen Geister an einen herankommen können und einen beeinflussen können.
dass das der Geist des Weines ist oder der Geist der Marihuana Sativa oder wie heißt der Geist der Marihuana Indica oder der Geist der Ayahuasca ist, da zitiere ich dir Benki Bieharu Ashaninka, einen der bekanntesten Leiter der Ashaninka-Indianer und gleichzeitig ein Ayahuasca-Heiler, mit dem ich 3 Tage zu Klamm verbrachte in einem Zelt. Und da waren wir auf einem Treffen der Stämme, um die Mutter Natur das Rechte wieder zu ergattern. Und ich erzählte ihm über meine Erfahrungen, die ich durch die Devotees, die sich mit diesen Dingen beschäftigt hatten, gemacht hatte. Und Benki, eine wunderbare Person, er sagte mir, beim Ayahuasca öffnen sich Kanäle, auf denen die Geister reisen. Und da können sehr schlimme Geister in einen reingehen. Geister, die nichts Gutes für einen anzubieten haben. Und wenn man das in dem Moment nicht kontrollieren kann, dann, wenn ich da nicht ein Taita, oder wie die nennen, dieser Schaman neben dir ist, der genau weiß, wie man in so einem Fall umgeht, dann kann das Ganze in ein Chaos ausarten. Und dieses Chaos hat man schon des Öfteren gesehen. Meistens ist es, dass jemand stirbt unter dem Einfluss der Droge oder in dem Fall wie Ramatirta in Bogota, den der Geist dann aufgefordert hatte, den umzubringen, der ihn zum Ayahuasca nehmen eingeladen hatte, was er dann auch sofort ausführte und damit den anderen das Leben nahm. So. Benki bestätigte mir das, das ist verboten, das darf man gar nicht. Das ist in seiner Beschreibung her eine Urwaldsmedizin, die sie in den verschiedensten Umständen unter dem Experten so angewandt haben, dass keine Berauschung stattfindet, dass es etwas seiner Beschreibung, das vielleicht jemand einmal im Leben gemacht hat, große Fastenvorbereitung und so weiter und so fort. Und er betonte das, dass die Verbindung von verschiedenen Pflanzen, die dann besonders zu Berauschung führen, unter ihnen überhaupt nicht praktiziert wurden. In diesem Behandlungsbereich, wie es vielleicht, was soll ich, weiß ich, meine, hier war es vielleicht die Tollkirsche oder was immer, so ganz der Stechapfel, verschiedene Sachen, die Belladonna, was da, ich meine, es gibt ja Pflanzen, die sind so mächtig, die kann einen völlig aus dem Bahn heben. Da gibt es etwas in Kolumbien, das heißt Cacao Sabanero, wenn da jemand nur auf dem Samen lutscht von dieser Pflanze, dann vergisst er für 3 Tage, wer er ist. Der kann sich nicht erinnern an seinen Namen noch irgendwas. Und was die machen, aus diesem Samen machen die einen chemischen Vorgang, wo sie ein weißes Pulver draus machen. Und dann kommen sie zu jemandem und sagen, kannst du mir mal sagen, wo die Straße ist? Und zeigen sie ihm die Mappe. Und da ist das weiße Pulver. Und der guckt dahin. Dann blasen sie ihm diesen Staub in die Nase. Wie heißt das? Escopolamina. Dann ist er weg. Dann ist er zwar noch da, also der kann nichts mehr kontrollieren. Und dann nehmen sie den in eine ATM-Maschine, sagen, er soll alles Geld rausnehmen und so weiter und so fort. Das ist so häufig geworden. Das ist in Südamerika, in Kolumbien vor allem, ist verboten, dass 2 zusammen in eine ATM-Maschine gehen, weil der eine den anderen da manipulieren kann. So, das ist auch eine Naturdroge, wenn man sagt, die Natur, ne?
Die Natur hat viele Sachen. Die hat Erdbeben, Lawinen, Wirbelstürme, Vulkane und auch vulkanische Pflanzen. Die brennen manchmal. Mensch, die Pringamosa, die solltest du mal berühren. Da berührst du ein bisschen der Pringamosa, oh, dein ganzer Arm ist sofort mit einem Ausschlag, so wie die Brennnessel, ne? Aber Brennnessel hoch 100, so. Pringamosa ist die. Da kannst du dich gut verhüten. Also Respekt vor den Pflanzen, ne? Die Pflanzen haben es in sich. Und Krishna sagt ja in der Bhagavad Gita, ich bin der Kraft der heilenden Pflanzen. Und dass dann plötzlich jemand herkommt wie der Hanuman und aus den giftigen Pflanzen homöopathische Heilmittel entstehen lässt, die durch die Hochpotenzialisierung dann den Menschen sehr hilfreich sind, das sind eben die Wunder, die sich offenbaren oder die Wunderkräfte in der Natur, die da stecken. Aber wieder zurück zu den Geistern. Die Geister, sie sind da nicht zu kontrollieren. Und wie Benki sagt, ist es auch nicht, dass sie das kontrollieren können, aber die wissen, wie sie damit umgehen, wenn so ein negativer Geist dabei auftaucht. Auf der anderen Seite, ein anderer Schamane, den ich auch getroffen habe, der ein Schüler vom Schaman, vom Taita Flores war, auch ein bekannter Schaman, der lehnt alle verschiedenen kommerziellen Ayahuasca-Zeremonien hundertprozentig ab. Er sagt, das darf nicht, das ist nur etwas auf der Ebene der Heilung, das wird auch nicht bezahlt dort. Das gibt es nicht, dass man sozusagen Geld verdienen kann mit diesen Sachen. Und er sagte, mittlerweile ist das so populär geworden in Kolumbien, dass es viele Leute machen, die wirklich nicht qualifiziert sind und die dann die Leute berauschen, ihnen Geld nehmen und Frauen dabei vergewaltigen. Und. Das ist ja mittlerweile eine Reiseindustrie geworden. Da kommen die Leute mit Reisetouren an. Das, der in Peru auf dem Flughafen, da gibt es ein riesen Foto, das macht Werbung für die Schamanenerfahrung in Peru. Und das ist ein Geschäft geworden, das Ganze. Und ein gefährliches Geschäft. Einer der Taitas, oder wie immer ich die Namen, wie man da nutzen möchte, einer dieser kommerziellen Ayahuasca-Nehmer, der wurde vor kurzem verhaftet, weil bei ihm Leute gestorben sind, die er dann im eigenen Hof verscharrte. Die sind draufgegangen, irgendwie durch die, dass die draufgehen, ein anderer Schüler von mir, Vater von einem kleinen Kind, der war auch einer, der dachte, er wüsste alles besser. Und obwohl er eingeweiht war, hat sich Ayahuasca-Zeremonie gemacht, musste damals dabei sich erbrechen und erstickte in seinem eigenen Erbrochenen. War keiner da, um zu ihm helfen. Als sie die anderen es sahen, war er schon tot. Was soll ich meinen? Meine Güte, worauf lässt man sich ein? Ja, dann gibt es andere wiederum, die sagen, ja, aber das hat mir über dieses geholfen und jenes geholfen. Aber der Punkt ist hier, erst einmal haben wir eine heilige Tradition. Und die heilige Tradition sagt, spricht uns über die Transzendenz. Und die Transzendenz ist nicht beeinflussbar über Jnana und Karma. Nicht über das Wissen und nicht über die Handlungen, geschweige denn über Substanzen. Die heilige Ebene der Gottesfürsorge, Schutzes und so weiter ist erreichbar durch seinen Segen. Und den Segen kann man erbeten durch die heiligen Namen. Dadurch ist er zugänglich und dadurch ist er bereit,
uns zu Hilfe zu kommen. Deshalb zu sagen, dass irgendjemand irgendwo irgendwann mal eine bestimmte Substanz bräuchte, um eine Erleuchtung zu erfahren, das stimmt den Schriften überhaupt nicht überein. Das ist zurückgewiesen. Das ist so ähnlich zu sagen, nur Jesus Christus kann dich in die spirituelle Welt bringen. Und ja, und wie sieht es aus mit den Leuten, die nie über Jesus gehört haben? Oder wie sieht es aus mit den Leuten, die nie von dieser Substanz gehört haben? Das ist Hokuspokus. Rituale, Urvölker, wie die sich verhalten haben, was die machen, wie die ihre Zeremonien durchgeführt haben. Das sind durchaus Themen, denen wir unseren Respekt darbringen. Gleichzeitig aber doch dankbar dafür sind, dass wir diese Klärung haben. Denn vergiss bitte nicht eins, der Pulque ist ein ganz berühmtes Getränk. Das wird aus einer Sisalpflanze gemacht. Der ist eine bestimmte, die heißt Pulque in Mexiko. Und diese Pflanze wird verehrt von vielen Menschen. Und die produziert etwas, was nach kurzer Zeit sich in Alkohol umwandelt. Und das ist ihr Fest, ihr Volksfest. Und dann haben sie ihr Ding und trinken sie ihren Pulque. Und das war dann eben, ja, tolles Fest, waren sie alle betrunken. Aber das jetzt als Göttliches zu betrachten oder zu beschreiben, das ist einfach nicht akzeptabel. Auch in Indien gibt es diesen Palm-Date. Du siehst, da wird an die Palmpflanzen so ein Topf gemacht. Und das tropft da rein von der Palmpflanze. Und das, wenn das runterkommt, das ist ein so süßer Getränk, aber so geschmackhaft. Es ist fast wie ein Sirup. Und daraus wird auch Date Gore gemacht. Das heißt, wenn es runtergekocht wird, dann werden da so richtige wie Gore, aber noch viel feiner als vom Sugar Cane. Da ist der Sugar Cane Zucker noch was ganz Gewöhnliches gegen den Date Palm Sugar, was ganz Edles. Aber wenn man den Saft bis 5 Uhr abends stehen lässt, dann ist er schon ein Schnaps. Und es gibt Leute, die trinken es morgen und dann ist es ein ganz köstlicher und gesunder Getränk. Es gibt andere Leute, die trinken es abends und die torkeln dann auch durch die Gegend. So, ja, die Pflanze, ich meine, du kannst aus allem Zeug Alkohol machen praktisch. Das ist ja nicht wirklich die große Offenbarung, und in allen Kulturen hat es so etwas gegeben. Und vielleicht bei einigen mehr als bei anderen. Ich war mit einem Abjakona zusammen, der war auch bei diesem Treffen der Indianer. Der Abjakona war schon über 90 und der war der Häuptling der Abjakonas, und die leben auf den Inseln zwischen Panama und Kolumbien. Das ist eine ganz tolle Gruppe. Ne? Und ich freundete mich mit ihm an, er sprach auch ein bisschen Spanisch und erzählte mir so über was. Ich sage, ja, was treibt ihr denn so abends? Ich sage, ja, abends gehen wir immer in unsere Maloca. Und was macht ihr da? Ja, wir erzählen uns über unsere Tradition. Jeden Abend werden da Vorträge gegeben. Ich habe das selber miterlebt in einem Fall, dass die reden euch die ganze Nacht. Und dann fragte ich ihn, ja, und berauscht ihr euch nie? Gibt es keine Berauschung? Und dann sagte er mir, doch, einmal im Jahr trinken wir Alkohol. Dann haben wir ein Fest und da ist Alkohol erlaubt, einmal im Jahr. Naja, ne?
warum nicht? Auf der ganzen Welt gibt es dieses und jenes und diese Unterhaltung, die die Hindus, die kauen an ihrem Betelnuss rum und so weiter und so fort. Das ist ja nun wirklich nichts. Oder der manche schnupfen am Tabak rum oder die, ja, ganz besonders unter den Indianern ist der Tabak heilig, die Tabakpflanze und auch die Zigarre. So eine dicke Zigarre, so wie die Kubaner das haben. Ne? Aber die Zigarre und auch ihre Friedenspfeife, die atmen das gar nicht ein. Das ist so, die paffen da ein bisschen rum und dann geben sie das zum anderen. Oder sie verschenken das. Das ist mehr etwas symbolisch. Zum Beispiel unter den Coca-Blätter-Leute, die dort leben. Da ist die Coca-Pflanze, wird sehr heilig betrachtet. Die Coca-Pflanze wurde beschrieben als der Segen für den Indianer und der Fluch für den Weißen. So wurde die Coca-Pflanze. Aber Coca, Hayo heißt es auch, das ist über ganz Südamerika verbreitet. Und man hat das in seinem runden Täschchen, in seiner Mochila. Und wenn sich zwei treffen, erst einmal der greift rein und nimmt ein bisschen und tut dem Coca-Blatt in den anderen, in seinen Beutel. Und der macht das gleiche, greift wieder rein und gibt ihm ein paar Coca-Blätter zurück. Oder wenn sie eine heilige Anbetung nehmen, dann nehmen sie drei Coca-Blätter in die Hand und opfern das zur Mutter, Erde, zur Sonne. Das ist einfach ein Teil, ein Bestandteil ihrer Danksagung. Und die behandeln das ein bisschen anders. In Peru oben oder. Aber dass jetzt große Berauschung wäre, das wäre wahrscheinlich auch nicht wirklich richtig. Aber ein gewisser, ich meine wie Kaffee, Tee, Kaffein, das Tein, es hat ja alles irgendwelche Einflüsse aufs Nervensystem und irgendwie kann man doch abhängig werden von diesen Sachen irgendwie. So, das ist eine Tatsache, das gibt es. Aber dass irgendetwas sich jetzt auf Erleuchtung und Selbstverwirklichung bezieht diesbezüglich, das hat einfach keine Substanz. Das findet kein Rückhalt in den Heiligen Schriften oder auch nicht mal in den Traditionen, sondern in den Traditionen sind ganz andere Dinge. Zum Beispiel hat uns der Mamu Palia, einige der Lehrer, der Awaku-Lehrer, der hat gesagt, das, was den Menschen mit dem Höchsten verbindet, ist sein Gesang. Die haben heilige Namen, die singen Gottes Namen, die verbinden sich mit Gott, die singen den Namen. Das ist jetzt nicht Indien, sondern das ist Südamerika. Ja? So, jetzt wieder zurück zu dem Thema Geister. Geister sind bekannt, die werden ja überall irgendwie, machen die sich des Öfteren bemerkbar. Und gibt es auch ganze Richtungen, die sich darauf konzentrieren, mit Geistern zu arbeiten. Die werden von Krishna sehr wohl anerkannt. Nämlich sagt Krishna, derjenige, der die Geister verehrt, der geht zu den Geistern. Also es ist nicht, dass das verneint wird, dass es keine Geister gibt oder dass man nicht zu denen gehen kann. Durchaus kann man zu denen gehen. Wer die Halbgötter verehrt, Deva Yanti Deva Vratadevan, der geht zu den Halbgöttern. Wer zu den Pitris verehrt, wer die verehrt, die Vorfahren, der kann auch dahin gehen, wo die Vorfahren hingegangen sind. Und Krishna sagt am Schluss, wer mich verehrt, der kommt zu mir. So, ich meine, das ist ja ein Vers, wo das also wirklich, das gesamte Panorama wird analysiert. Jetzt jemand sagt, ich nehme jetzt diese Substanz und verbinde mich dadurch mit Krishna. Das stimmt nicht. Aber dass er sich schon mit jemandem verbindet, das stimmt. Und dass dieser jemand vielleicht sogar sagt, ich bin der oder jeniger, das ist gar nicht ungewöhnlich.
denn ganz besonders, du siehst, dass diejenigen, die mit Geistern Kontakt aufnehmen, die werden in dem Geistessinne zu ihrem Propagandamaschinen. Dann werden sie plötzlich Channeler und bringen das, was der Geist ihnen gechannelt hat, in Büchern raus. Oder es sind berühmte Doktoren, die dann bestimmte Heilungen machen können, Geisterheiler. Und dann kommen die Leute angelaufen zu Haufen, weil der Geisterheiler ihnen jetzt... Und einige mögen von denen wirklich hervorragende Heiler sein. Ich kann es nicht genau beurteilen, weil ich nicht persönlich von so einem Heiler geheilt worden bin. Ich kenne zwar einige Leute, die darauf schwören, dass es gibt. Ich kenne aber auch Leute, die das als Betrug beschrieben haben und die dahin gegangen sind, nach Brasilien oder nach verschiedenen Plätzen, wo solche Philippinen und die gesagt haben, das stimmt gar nicht. Haben sie mich ausgenommen mit diesem Wunsch, geheilt zu werden. Ich meine, wer krank ist, wer wirklich schlimm krank ist, der hört sofort zu. Es gibt hier was mit besonderem Heiler. Bumm, da geht man, wenn man das Geld hat, ne, dann läuft man da halt hin. Und so, ich meine, okay, warum soll es sie nicht geben? Aber wenn man dann geheilt wird, dann wird man doch irgendwie deren Sprachrohr. Und ich denke, das kommt ein bisschen aus dieser Richtung. Abhängigkeit. Und das dann als das Göttliche zu betrachten, das würde ich also wirklich mit... Ich meine, jede Mutter hat heilende Kraft. Wenn eine Mutter zu ihrem Kind geht und das Kind geht dreckig und die Mutter legt ihm die Hände auf den Kopf und auf die Schulter und auf die Brust und sagt, ja, fühlst du dich schon besser? Ich meine, natürlich fühlt sich das Kind besser, wenn die Mutter die Hand auf die Brust legt. Das ist die Kraft und das Gebet, da gibt es bestimmt eine heilende Kraft. Und die wird auch bestimmt vom Hankari vertreten oder vielleicht können das einige Reiki-Leute produzieren oder vielleicht können das die Universal Healing Leute, ich meine, da gibt es halt Leute, ne, die machen daraus eben, ja, jetzt wir haben das große Heilgeheimnis und jeder möchte ja gern Heiler werden, hoffentlich gleich im 3-Tage-Kurs und wie viel zahlt man, gleich erste Einweihung, zweite, dritte, das gleich auch schon noch über Abstände heilen kannst, ne? Warum nicht gleich die Marsmenschen heilen von hier, ne, oder so, ne? Das ist dann in der 4. Grad oder so, ne? Außerirdische mitheilen, ne? Aber das ist ist auch ein bisschen Einbildung, ist auch eine Bindung, weißt du? Ich meine, das ist schon gut und schön. Mag ja diese Kräfte geben. Und wenn ich mir jemanden liebe und mich um den kümmere, das heißt TLC, Zärtlichkeit, Liebe und Fürsorge. Das sind schon große Heilkräfte, da kann man überhaupt nichts sagen. Und überhaupt, wenn jemand sagt, komm mal her, geht's dir schlecht, lass mich dir mal meinen Rat geben, so wie es all die Heilpraktiker machen, die geben ja Rat und versuchen ihren besten Einsatz, jemandem zu helfen, wieder seine eigenen Entwicklung, seine eigenen Kräfte zu stärken. Aber einfach zu sagen, ja, das war Gott, der durch mich geheilt hat. Das ist eine große Anmaßung. Es sei denn, man nimmt es völlig brahmanistisch, sagt, alles, was in der Welt passiert, Gott hat was damit zu tun. So dementsprechend hat auch, wenn jemand geheilt wurde, weil ich ihm die Hand aufgelegt habe, dann hat es auch was Göttliches, ne? Ich meine, wie man das interpretieren will, das hat ja dann auch was mit der jeweiligen Theologie zu tun, die man vorträgt. Ne? Und manche dieser Geisterheiler, die mögen gar nicht sehr viel Konzept haben, über wer denn Gott eigentlich ist. Weißt du, wenn man mit Geistern zu tun hat, da passieren ja Sachen, die man mit dem normalen Verständnis der Physik nicht unbedingt unter einen Hut bringen kann. Da passieren halt Sachen. Und wenn jemand das erfährt, denkt er, oh, jetzt ist was passiert, jetzt ist was ganz Besonderes passiert. Und es fängt an beim Pendeln. Ja. Und bei so vielen Sachen. Und dann sagt man, ja,
das suche ich, das wollte ich haben. Ja, und dann wird man irgendwo auf so einen Abgleis kommen, auf den man denkt, man bildet sich ein, man hätte jetzt was Spirituelles. Aber es ist nicht spirituell, es ist nicht transzendental. Es ist aus der Welt, sagen wir, ich meine die Esoterik. Die Esoterik-Welt ist ja nun unglaublich. Ne? Ich kann mich erinnern, da kam doch irgendeiner mal an, der bei uns im Tempel war, damals in der, das war noch da, am Tag noch danach. Reinhardstraße. Er lebte in der Reinhardstraße, war ein Amerikaner. Netter Kerl, Mathematiker, PhD. Und der hatte doch dann dieses, so ein kleines Pouch, so ein kleines Tisch. Und das lief er immer mit rum in der Hand. Und dann sagte er, willst du es mal probieren? Und ich sagte, was ist denn das? Und er sagte, das sind Kristalle. Das musst du dir mal halten, da merkst du unglaublich was. Ihm zum Gefallen habe ich es mal ausprobiert. Habe ich doch da wirklich mal eine Nacht geschlafen mit dem Kristallmädchen oder was immer. Nächsten Tag erzählt er mir, dass er $4.000 dafür bezahlt hätte. Für ein kleines Täschchen mit, wer weiß nicht was drin, für Salzen und Kristallen. Die kannst du Katalogebeweise bestellen. Die Esoterikprogramme, die Esoterikkataloge, die sind noch und noch und noch und noch voll. Da kannst du nicht einen Pendel bestellen, da kriegst du gleich 500 verschiedene Pendel. Ne? Und dieses und dann das Öl dazu und dieses und jenes und das Badesalz und okay, das ist ja okay, wir wollen ja alle was verkaufen. Ne? Aber zu denken, dass dadurch jetzt mein Weg in den Himmel geglättet worden ist oder so, bildet man sich nur ein. Und das ist eine gefährliche Einbildung. Weil das kann auch einem auch vom Pfad wegführen. Es kann einem auch vom Vertrauen in Krishna wegführen. Es kann einen auch aus der Vaishnava-Gemeinde wegziehen und dann in eine andere sogenannte Welt der Freundschaften. Also für mich ist dies hier meine Welt der Freundschaften. Und da versuchen wir so gut wie möglich Srila Prabhupada zu befolgen. Denn das ist, was er uns gesagt hat. Müssen wir machen, damit wir Bildgestalten verehren können. Bildgestalten zu verehren heißt, ein Brahmane zu werden, heißt, eine Einweihung zu bekommen, heißt auch, dementsprechend zu leben, damit man das machen darf. Das ist jetzt nicht, dass jeder machen kann, was er will. Ich meine, okay, Krishna ist sehr barmherzig, du kannst auch nach Indien gehen und ein paar Bildgestalten dir im Laden kaufen, sie bei dir zu Hause aufstellen und da kannst du veranstalten, was du willst, aber trotzdem, das ist dann nicht von einer, genauso, du kannst auch Mantras chanten, du brauchst nicht einen geistigen Meister haben, du findest die Mantras in allen Büchern, Mantras, Yantras, Tantras, überall gibt es die, also es ist nicht so unmöglich, etwas darüber zu erfahren. Aber die Schriften sagen, dass man das Mantra von einer geistigen Schülernachfolge bekommen muss, in der man die Beziehung, auch die Vertrauensbeziehung, Sampradaya Vihinaya Mantrastanis Phalamata. So, es werden schon gewisse Bedingungen gestellt. Auch dass jemand einen guten Ratschlag geben kann, einen spirituellen Ratschlag. Ja, das muss auch Guru Shastra und Satten mit unterstützen. Einschließlich in so einer kleinen Vaishnava Gemeinde, so wie ich das hier versuche, in Berlin zu entstehen zu lassen, ohne da wirklich qualifiziert für zu sein. Einfach nur, weil mein geistiger Meister mir das aufgetragen in Paris 1972, als ich ihn das erste Mal traf, hat er gesagt, beschäftige dich für den Rest des Lebens damit, das weiterzugeben, was ich dir gegeben habe. Das war so nett, dass er mir im ersten Zusammengang gleich einen Auftrag fürs ganze Leben gegeben hat. Und
Je älter ich werde, umso weniger fühle ich, dass ich qualifiziert dafür bin. Das ist so ein unendlich großes Paket, diese transzendentale Welt in einer materiellen Welt zu verstehen, vertreten, in der sich jeden Moment alles verändert, plötzlich überall Computer rumfliegen, plötzlich alle mit Handys rumhantieren, plötzlich alle, ihr kennt das ja, wie das Leben sich so ändert, ne? Zu meiner Kindheit war gerade der Fernseher aufgetaucht. Und der war schon schockierend, dieser Kasten, der auch gleich von vielen als Idiotenkasten identifiziert wurde. Ja? Ich kann mich an meinen Vater erinnern, der hat immer gesagt, Fernsehen auf keinen Fall, furchtbares Ding. Aber als er sich dann auch einkaufte, kam er nicht mehr los davon. Bis später, denke ich, hat er sich dann wieder losgeeist. Aber im Anfang nicht. Und deshalb nennen wir den Fernseher das Geburtstagsgeschenk von Kali Yuga in Person. Ne? Da hat er für die ganze Menschheit was geschenkt bekommen, um alle zu kontrollieren. Ne? Hypnosekasten. Der Hypnosekasten. Und so kann man einfach, auf der einen Seite gibt es die Urvölker, die hatten nichts anderes als diese Naturkraft und die Naturheilen. Und wenn man das sagen will, ja, ob es Ayahuasca ist oder ob es Aloe Vera ist oder ob es die Zitrone ist oder ob es das Fasten ist. Ja, du musst erstmal trotzdem einen Doktor haben, der dir sagt, wie du das zu benutzen hast. Das ist schon mehr oder weniger, das sind Kräfte und diese Kräfte wollen wir nicht verneinen. Und all die Menschen, die in diesen Naturvölkern existierten, die lieben wir sehr, die respektieren wir sehr. Und wir haben von ihnen die Warnung bekommen, dass man das gar nicht machen darf, wenn man da nicht eine völlige medizinische... Ich meine, es ist so ähnlich, wenn du ein Chirurg bist, dann hast du viele Jahre studiert und dann darfst du mit einem Bisturi, mit einem Skalpell ins Haut durchschneiden. Ne? Mach das mal ohne... die Chirurg zu sein, da kann ich sofort Anzeigen ins Gefängnis schmeißen lassen, wenn du sagst, ich bedürfte oder ich habe diese Qualifikation. So, das ist keine, wenn du dich mit den Menschen und mit ihren Heilen oder mit ihren Problemen auseinandersetzt, ist schon von großer Wichtigkeit, dass man eine große Vorbereitung hat diesbezüglich. Und wenn man das so locker hippiehaft macht, ja, das geht schon, das macht man schon. Ne? Kann man auch wirklich völligen Schiffbruch erleiden. Und heute Morgen hatten wir noch das Gespräch über, ne, wenn man dann irgendwie in eine Sucht reingekommen ist, dann kann man nicht mehr die Unterscheidung finden. Dann können neben dir die Leute sterben oder in den Knast gehen oder in die Klapsmühle eingeführt werden und du bist immer noch süchtig und bleibst an der Sache irgendwie hängen. Und Süchte, und welche Süchte? Naja, es gibt auch Facebook-Süchtige, Spielhöllensüchtige, es gibt so viele Arten von Süchten. Ne? So, deshalb versuchen wir uns durch die Kraft von Krishna und die Barmherzigkeit von Srila Prabhupada als eine Familie durchzuschlagen, wo der heilige Name von Krishna uns erhält, zusammenhält, den Kopf klar hält, die Möglichkeit gibt, etwas von diesen heiligen Büchern zu verstehen und vor allen Dingen den Versuch machen, uns nicht aus den Augen zu verlieren. Das heißt, dass wir die Empfehlungen, die uns Srila Prabhupada mit auf den Weg gegeben hat, einfach nicht verlieren.
Sonst sind wir bestimmt irgendwie wieder verloren. Und man verliert sich nur zu leicht in dieser Welt. So, deshalb wollte ich dieses Thema noch mal ein bisschen klarstellen. Gerade wo das ein bisschen, wo das ein Thema war oder ein Thema ist auf der ganzen Welt. Ne? Wie gesagt, es ist nicht nur ein Thema, es ist eine Modeerscheinung geworden. Naja, wer mit der Mode gehen will, um das mal zu erleben, dann kann man leider nichts sagen, außer das hättest du dir auch ersparen können. Und wenn jemand mal einen Fehler gemacht hat, ist es bestimmt auch möglich, dass Krishna ihn wieder zum richtigen Pfad bringt und dass er wieder die richtige Gemeinschaft hat, mit der, um seinem Tempel treu zu bleiben. Das hoffen wir ja doch. Ne? Aber es ist schon meine Pflicht, da ein bisschen drüber zu reden und euch auch zu erzählen, wie mein eigener Werdegang diesbezüglich ist. Ne? Immerhin lebe ich all diese Jahre in Ländern, wo es schon fast gewöhnlich ist. Das ist nichts Besonderes. Die machen das und viele Leute haben es auch sein gelassen wieder und viele Leute sind Devotis geworden, nachdem sie jahrelang solche Sachen gemacht haben und haben das dann anerkannt, dass es einfach nicht das ist, was mit dich mit Gott verbindet, mit Transzendenz, weil Gnade von Gott, die gibt es halt für immer für denjenigen, der sich danach sehnt. Also das ist eine Tatsache. Ne? Und wir sehnen uns auch danach, dass die Menschen, die irgendwelche Hoffnungen haben, Erleuchtung zu bekommen durch irgendwelche Substanzen, doch begreifen, man bekommt diese Erleuchtung durch innere Hingabe, durch liebevolle Hingabe. Wenn man seine egoistischen Wünsche loslässt und stattdessen liebevolle, wunderschöne Dinge für Krishna zu machen, da bekommt unsere Seele einen Schwung. Anyabilasita sunyam jnana karmadi anavintam anukuljena Krishna nushilanam bhakti uttama. Und jetzt muss ich ja auch schon Schluss machen, denn es geht auf die Reise, aber ich bin in ein paar Tagen wieder hier und kann dann auch auf weitere Fragen diesbezüglich eingehen, falls mal jemand persönlich noch etwas mit mir diesbezüglich besprechen will. Ich wollte nur sagen, dass ich euch alle sehr liebe und hoffe, dass wir diese schwierigen Momente, wenn die mal kommen, auch überwinden können. Denn es gibt nichts Wertvolleres als eine Verbindung mit Krishna, mit Gott, durch unseren geistigen Meister und durch den heiligen Namen. Unsere Neugier, die es auch gibt in dieser Welt, die kann man auch dadurch lösen, dass man über etwas hört. Muss nicht immer alles ausprobieren. Manchmal kann man durch das Hören von der Bhagavad Gita gewisse Dinge einfach lernen und verstehen und dann kann man es auch mit dem richtigen Verständnis weitergeben. Vielen Dank für eure liebe Aufmerksamkeit. Guten Morgen. Krishna segne euch mit viel Freude.